dass die hier schon mal wachsen können. Was gut ist, die brauchen keine Bewässerung. Aber was brauchen die? Düngung. Düngung brauchen sie, Erde, genau. Aber Erde sollte man noch genug haben jetzt am Anfang. Gut, genau, was wollte ich machen? Ich wollte die Einstellung kopieren. Wie viel haben wir denn jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Dann machen wir quasi 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Perfekt, und ab hier machen wir dann... Da habe ich mich verzählt, das schaut irgendwie nicht mittig aus, wenn ich ehrlich bin. Kann aber auch täuschen. 2, 4, 6, 8. 10, 11, doch. 2, 4, 6, 8, 10. Schaut irgendwie nicht mittig aus, aber es scheint mittig zu sein. Genau, und hier machen wir jetzt Dornenblüten. Und für die brauchen wir dann noch Licht. Das heißt, man könnte jetzt schauen, dass man irgendwie so einen Leuchtkäfer runterkriegt. Hier irgendwie, dass der hier das beleuchtet, aber das will ich nicht. Weil... Ja, ich habe noch keine Lampen. Die muss ich erst erforschen. Aber wir können ja mal schauen, dass wir die gleich erforschen. Ja, die sind eh hier ganz am Anfang dabei. Weil die Lampen, die brauchen Licht. Und die Lichter müssen wir auch noch hier reinsetzen. Ich denke mal, zwei Stück werden reichen. Dass die dann hier ihre Beleuchtung haben. Genau, und Bewässerung brauchen sie auch noch. Da würde ich sagen, wir graben uns hier rüber. Und von oben dann hier schauen wir, dass die an das Wasser ran kann. Damit wir die Pflanzen dann noch Wasser haben. Genau. Das wäre dann quasi hier. So, jetzt schauen wir mal. So. So machen wir das erstmal. Das graben wir erstmal aus. Und dann schauen wir da, wie wir hier, dass wir hier vielleicht ein bisschen höher reingehen und von oben. Dass hier das Wasser nicht rüberläuft. Weißt du, doch noch ein bisschen mehr Wasser hier drin ist. Ist auch noch Sauerstoff drin. Hier müssen wir dann schauen wegen der Schleimlunge. Hier sind nämlich ganz schön viele Keime. Dass unsere Duplikanten nicht krank werden. Das wäre schlimm. Und Betten, würde ich sagen, bauen wir dann auch hier oben hin. Dass die gleich mal ordentlich schlafen können. Veredelung haben wir Kompost freigeschalten. Die könnte man fast... Na, die will ich ja in den Supercomputer hinsetzen. Kompost können wir hier hinten machen. Hier stört er eigentlich nicht. Aber jetzt schaue ich noch, wie ich das machen will. Weil ich ja hier auch noch Licht brauche. Nur ich weiß jetzt nicht, wie viel mit dem Licht abgedeckt sind. Müssen wir noch Einstellungen kopieren. Und hier noch anpflanzen. Hier oben wird dann auch bald abgeerntet. Das ist schön. Jo. Die Basis macht Fortschritte, würde ich sagen. Es wird schon mal irgendwie... Es kommt schon mal Struktur rein, würde ich sagen. So, die hat jetzt auch Erde. Die Mehlhölzer wachsen. Das heißt, wir werden gleich eine Essensproduktion langsam mal haben. Für... Oh, ich brauche noch Strom. Ah, ist schon angeschlossen, aber keiner, der sich berufen fühlt, Strom zu produzieren. Schau mal, irgendwer wird schon bald machen. Hat wahrscheinlich jetzt mit meinen Aufträgen versaut. Ah. Was ist denn quasi für Stromproduktion bedienen wahrscheinlich, oder? Produktions, ja. Strom erzeugen, Bastler holen, Ventilator benutzen, das hört sich danach an. Wer hat denn da Lust dazu? Ich würde mal sagen, ich setze bei jedem die Priorität 1 hoch. Hat jeder seine Hauptpriorität und die 1 niedrigere, was dann hier auch eben das Strom produzieren ist. Jetzt schauen wir mal, das Maschine gerade bedeckt. Vielleicht liegt es auch daran. Ich habe das gerade gar nicht gesehen. Ne, es ist ja eben erst entstanden, oder? Wo die hier gegraben haben. Naja, egal. Gut, hier oben wird jetzt auch schon geerntet. Das ist gut. Müssen nämlich schauen.
Wir haben noch 13.000 Kilokalorien verfügbar. Ein Nährstoffriegel. Und Schmutzwurzel. Ah, okay. Da sieht man auch die Essensration an sich. Wusste ich gar nicht. Sehr gut. Gut, wenn wir es dann endlich geschafft haben hier. Dann geht es schon mal ein bisschen voran mit der Basis. So, kommst da gerade wieder frei. Jetzt kann Strom produziert werden, perfekt. So, Batterien füllen sich, das ist sehr gut. Und geforscht wird auch wieder von Lindsay. Oben wird fleißig gegraben. Hier bräuchte man noch Wasser. Müssen wir mal gucken. So, hier oben ist jetzt inzwischen alles leer gegraben. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt sagen wir, machen das eins hoch, das sollte reichen. Machen das hier mal so weg. Und graben hier noch aus. Dann schauen wir, dass wir hier eine Handpumpe reinsetzen. Genau. Entschuldigung. Ich muss die ganze Zeit mich räuspern. Bisschen Schleim im Hals. Gut, meine drei Hedges laufen hier auch rum. Muss man dann schauen, dass wir die eingraben. Hier haben wir noch eine Pflanze. Hier sind noch drei Pflanzen. Dornblüte. Muss man schauen, dass wir die ernten alle, dass wir die verwenden können. Schmutzwurzel. Finde ich schade, dass man die nicht anpflanzen kann. Ich bin ja ein Fan davon, irgendwie so hier zu pflanzen. Dass die quasi bei den Pflanzen Nahrung erzeugen. Also Pflanzen anpflanzen für Nahrung. Dann quasi, man hat ja dann ein paar Bauern oder Farmer. Oder wie hier, die sich halt um die Landwirtschaft kümmern. Und ich muss sagen, das finde ich, das macht Spaß in so einem Spiel, sich um sowas zu kümmern. Schauen, dass das alles läuft. Finde ich gut. Gut. Ich würde sagen, wir brauchen hier noch ein paar Pflanzenkisten, weil wir müssen eh hier zwei oder jetzt vermutlich dann drei Pflanzen wieder zerstören, um die Lampe hinzusetzen. Da würde ich sagen, bauen wir dann vier mehr. Dann gleicht es sich ungefähr wieder aus. Stromkabel ziehen wir mal hier runter. Dass wir dann hier die Lampe auch anschließen können. Die brauchen eh nur 5 Watt, glaube ich, oder? Brauchen die... Ja, ist die Forschung abgeschlossen? Achso, das war die letzte Forschung. Die läuft noch hier, die Forschung. Und die 5 Watt, die sind eh nicht so viel. Wenn wir da 3 Stück brauchen, vielleicht 4, dann sind das 15 oder 20 Watt. Das ist also kein Problem. Das kann ich mir leisten. Gut. So, würde ich sagen, hier sollte jetzt abgeerntet sein. Genau. Da können wir hier zubauen. Also ich denke mal, ich baue hier gleich mal ein Lager hin. Fangen wir am besten hier an. Und, oh, was jetzt auch langsam mal wichtig wird, wäre ein paar Feldbetten zu bauen. Ich will hier noch eine Wand reinmachen. Ich sage mal 2 Betten. Nochmal 2. Und hier mache ich eine Statue rein. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Das lassen wir mal. Ich weiß nicht, ob das beim Schlafen was bringt, wenn die beim Schlafen da noch eine Statue haben. Für die Deko. Man muss sich ja um die Deko kümmern. Damit die quasi immer, also damit das Stresslevel nicht so hoch wird. Linz hat nämlich schon ein bisschen Stress. Aber ich denke mal, dass es beim Schlafen nicht so viel bringt, dass es eher tagsüber viel bringt, wenn die tagsüber wenig Stress haben. Gut, wir haben Lampen freigeschalten. Jetzt können wir mal gucken. So, ich glaube, ich hier hinsetze, dann deckt das... Oh, da reichen sogar 2 Stück. Süß, sehr schön. Machen wir einmal den hier, tun wir zerlegen. Und dafür dann eine Lampe hier hin.
Und hier bräuchte ich quasi noch eine Lampe. Können wir gleich den Bau der Pflanzenkiste abbrechen. Und bauen hier noch eine Lampe hin. Dann ist alles mit Licht versorgt.